Einen ganz wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Coding Challenge. Dieses Mal geht es darum, dass ihr ein Element aus einer Liste finden müsst. Ganz kurz zur Aufgabenbeschreibung, bitte bleibt dabei, es gibt dieses Mal eine Doppel-Challenge sozusagen, um dann auch tatsächlich die Performance zu messen und so weiter und so fort, das erkläre ich alles gleich. Wenn ihr noch ganz kurz an letztes Mal zurückdenkt, wir hatten für die allerersten, keine Ahnung, 100 Leute oder sowas, die dabei waren, da gab es noch einige Schwierigkeiten im Sinne von, ja, wir hatten ein paar Lags oder sowas und es waren einige Sachen ein bisschen komisch konfiguriert. Das ist mittlerweile alles behoben. Das heißt, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, habe ich alles schon in der Auflösung vom ersten Mal gesagt. Da, ja, dann einfach mal reingucken. Genau. So, jetzt, was ist hier passiert? Warum ist die URL 0000? Ganz einfach, das läuft noch bei mir aktuell lokal. Bitte da nicht drauf eingehen. Die richtige URL steht immer in der Beschreibung drin, genauso wie weitere Informationen, die ich unter Umständen nicht gesagt habe, weil ich es vergessen habe oder weil sie erst im Nachhinein gekommen sind. Oder. Es gibt viele Gründe, warum das Ganze jetzt erst funktionieren kann. So, jetzt bitte ich euch ganz kurz die Challenge euch anzuhören, dann erkläre ich euch die zweite Challenge und ich erkläre euch noch, wie ihr das Ganze an den Server schicken müsst. Okay, dieses Mal bekommt ihr hier dieses Element K und eine Liste, auch alles im JSON-Format. Und hier in dieser Liste sind einfach zufällige Zahlen drin. Irgendeine dieser Zahlen ist eben dieses K. Ich kann mal ganz kurz danach suchen. Ich habe das gerade eben schon mal aufgenommen, deswegen haben wir hier gerade eine andere Zahl gesehen. Das hier ist die Zahl, das heißt, was ihr jetzt zurückgeben sollt, ist den Index von dieser Zahl. Also logischerweise nicht die Zahl selber, sondern den Index. Das heißt 0, 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, 45 oder sowas. Und ja, genau diese Zahl sollt ihr zurückgeben. Also in dem Fall einfach den Index, zum Beispiel 45 oder sowas. Und das ist dann die Lösung. Achtung, die Liste variiert in ihrer Länge. Das ist jetzt eine sehr kurze Liste, das ist eine eher längliche Liste. Das Ganze kann sich stark verändern, das ist auch Absicht logischerweise. Und auch logischerweise, dass die Zahlen und das K sind zufällig gewählt, aber das Element ist immer in der Liste drin. Also das ist euch garantiert. Genau, was möchte ich noch dazu sagen? Achtung, hier oben, das ist auf jeden Fall mit abschließendem Slash zu benutzen. Wenn ihr das Ganze so macht, dann wird im Browser der Slash eingefügt, aber ansonsten bekommt ihr einen Fehler 404, weil das Ganze nicht existiert. Genau. So, das ist jetzt die Version, die ihr hier machen sollt. Was ich euch tatsächlich dringend empfehlen würde, ist, benchmark das Ganze. Das heißt, lasst das Ganze 100 Mal oder sowas laufen, wenn ihr eine Lösung habt. Also wenn ihr eine Lösung habt, einfach 100 Mal laufen lassen, automatisiert am besten. Und dann messt die Zeit, wie lange es gebraucht hat. Also sagen wir mal, keine Ahnung, das ist jetzt eure Lösung. Ich schreibe jetzt einfach mal hier, als hätte ich eine Funktion geschrieben. Lösung. Und dann macht ihr das Ganze halt for i in range 100. Sprache ist übrigens auch wieder völlig egal. Ja. Und dann messt ihr die Zeit, die ihr hierfür braucht. Das heißt, ihr sagt hier, start ist gleich time.time. Oder welche Sprache auch immer ihr jetzt wollt. Das ist jetzt bloß Python Pseudocode Art, wobei es ist eigentlich Python, aber egal. Und dann gebt ihr hier das Ganze aus und messt einfach, wie lange ihr im Durchschnitt gebraucht habt. Weil der Durchschnitt ist jetzt hier sehr, sehr wichtig, weil die Liste halt manchmal 100 Elemente hat, manchmal von mir aus nur 2 Elemente. Und bei 2 Elementen geht es natürlich deutlich schneller als bei 100. Dürfte klar sein. Und jetzt macht ihr hier einfach time.time minus start. Und das Ganze logischerweise, Achtung, durch 100 teilen, weil ihr das Ganze 100 Mal gemacht habt, dann kriegt ihr die Durchschnittszeit für einmal raus. Könnt ihr auch natürlich 1000 Mal laufen lassen oder 10.000 Mal, dann kriegt ihr natürlich deutlich genauere Durchschnittszeiten raus, weil bei 100 kann immer noch eine gewisse Varianz drin sein. Wenn ihr viel Pech habt, habt ihr halt ein besonders langsames Ergebnis. Wenn ihr viel Glück habt, habt ihr halt ein besonders kurzes Ergebnis. Das heißt, immer 100 Mal hintereinander eine recht kurze Liste gehabt und nie eine besonders lange. Kann natürlich immer sein. Und ja, postet mir einfach mal die Zeit, die ihr hierbei rausbekommt, also wie lange ihr hierfür gebraucht habt und natürlich wie lange ihr zum Bearbeiten von der Aufgabe gebraucht habt, einfach mal in die Kommentare. Würde mich absolut interessieren, schreibt vielleicht dazu, welche Sprache ihr genutzt habt. Bitte keine Lösungscodes oder sowas schreiben, das machen wir dann wieder bei der Auflösung, wie letztes Mal auch. Fand ich eine ziemlich coole Sache und ja, da möchte ich euch natürlich auch für eure Mitarbeit danken. Das ist natürlich super gut und ja, jetzt noch zur zweiten Challenge und zwar... Die ein oder andere Person unter euch
findet vielleicht das Finden eines Indexes von einer Liste bei gegebener Zahl etwas doof, weil man dann nicht so viel optimieren kann, wie man eigentlich gerne möchte. Dazu gibt es dann eben Challenges 2 Sorted. Da kann man wirklich viel optimieren und hier habt ihr jetzt tatsächlich auf jeden Fall eine sortierte Liste. Kleinstes Element vorne, größtes Element ganz hinten. Ihr seht, es sind vorne eigentlich immer 1 bis blablabla bis 9, glaube ich, waren es. Und hier haben wir halt tatsächlich eine Stelle mehr. Das heißt, im Endeffekt steht hier eine führende 0 vorne dran, weil wir hier eine Stelle weniger haben. Genau. Und ja, hier könnt ihr jetzt tatsächlich was Optimierteres machen und einfach mal nach diesem Element hier drin suchen, möglichst effizient. Das heißt, schreibt mir auch da eure Zeiten rein und macht am besten so einen Vergleich, was ist schneller gewesen, was schneller gewesen ist, dürfte klar sein. Aber wie viel schneller wart ihr mit diesem sortierten Ansatz hier? Und das würde mich auch mal ganz stark interessieren. Bitte achtet darauf, dass natürlich hier der Server vielleicht ein bisschen ausgelastet ist, wieder mal. Ich hoffe es logischerweise nicht, aber wenn ihr irgendwie Probleme mit der Performance habt, der Server muss natürlich diese Liste hier auch erstmal erstellen. Und falls ihr Probleme mit der Performance habt, probiert es einfach am nächsten Tag nochmal. Wenn dieses Video rauskommt, dann werden es wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute probieren. Wenn dann der Server anfängt zu laggen, einfach mal ein bisschen warten und dann vielleicht in ein paar Stunden oder sowas nochmal probieren. Das Problem ist, dass wirklich so stoßartiges Challenge-Lösen anfängt. Das heißt, da versuchen dann irgendwie mehrere hundert Leute gleichzeitig 10.000 Mal so eine sortierte Liste zu bekommen. Völlig automatisiert und da macht natürlich dann irgendwann mal vermutlich der Server schlapp. Zumindest gehe ich davon aus. Aber ja, im Endeffekt ist die Challenge natürlich für euch für immer offen und ihr könnt euch das Lösungsvideo angucken, wann immer ihr Bock habt. Das heißt, ja, genau, das ist so ein bisschen das. Achtet wie immer auf die Beschreibung, da steht dann alles weiter noch drin. Ich habe 100% wieder irgendwas vergessen. Oder irgendwas klappt nicht perfekt oder sowas. Genau, die Lösung. Ha. Wie ihr eure Lösung schicken müsst. Und zwar im JSON-Format wieder mal. Und zwar müsste das so sein, dass ihr hier das Ganze so schreibt. Token, Doppelpunkt und dann euren Index. Achtung, wie immer, oder was heißt wie immer, wichtig ist, dass ihr hier eben den Index reinpackt. Und also hier zum Beispiel, wenn es diese Zahl jetzt wäre, dann 0, 1, 2, 3, 4, falls es die hier ist, 7 oder das ist 7 oder so weiter, falls es eben eine andere Zahl ist. Also den Index, nicht die Zahl selber, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das Ganze auch in einem gültigen JSON-Format eben. Was bekommt ihr zurück? Zurück bekommt ihr auf jeden Fall hier entweder einen Fehlercode oder tatsächlich eine Fehlerseite, also sowas wie 404, falls es nicht gefunden wurde, das kriegt ihr dann über den Statuscode mit. 500 kann mal passieren, wenn auch wenn ihr tatsächlich irgendwie zum Beispiel ungültiges JSON-Format oder sowas schickt, solche Fehlerbehandlung habe ich nicht gemacht auf dem Server, der liefert euch dann einfach ein 500 zurück. Dann kann es passieren, dass ihr einen Error bekommt, wenn ihr den falschen Index liefert. Es kann aber auch natürlich passieren, dass ihr einen Success zurückbekommt. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Und das sind eigentlich so die gängigsten Fehlermeldungen. Eventuell bekommt ihr noch ein 403, falls ihr keinen Post macht. Aber das sollte nach dem letzten Auflösungsvideo eigentlich nicht mehr so das Problem sein. 404 bekommt ihr, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr auch diesen Slash hier hinten weglasst. Dann, ja, der Browser macht das Ganze für euch automatisch, aber wenn ihr das programmatisch löst, also mit einer Programmiersprache, dann müsst ihr auch diesen endenden Slash hier einfügen. Ah, genau, und ich habe noch einen Timer eingebaut, logischerweise. Euer Programm hat maximal 10 Sekunden Zeit, um die Lösung zu bekommen. Allerdings natürlich 10 Sekunden ab dem Zeitpunkt, wo ihr auch wirklich diese Lösung hier zugeliefert bekommt. Das heißt, wenn ihr irgendwie lange warten müsst, weil das Sortieren von der Liste bei mir auf dem Server zu lange dauert, das zählt nicht in eure 10 Sekunden rein, keine Sorge. Aber wenn ihr irgendwie ein ultra, ultra High-Ping habt, also 5 Sekunden Ping oder sowas, dann kann es natürlich passieren, dass das nicht funktioniert. Aber wer so einen hohen Ping hat, ich weiß gar nicht, wie er dann das Video als guckt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass solche krassen Pings hier passieren. Genau, warum habt ihr nur 10 Sekunden Zeit? Naja, damit man nicht einfach hier selber Steuerung C, Steuerung F und dann eben per, keine Ahnung, Telnet oder Curl was postet. Das dürfte klar sein. Ja, und ansonsten war es das von meiner Seite. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung, falls es da noch weitere Informationen geben sollte. Auflösungsvideo kommt auch bald wieder und ja, wieder mal in Python, aber da würde ich euch dann einfach wieder bitten, eure Sprache zu posten in die Kommentare. Okay, ich danke euch erstmal wieder für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr so fleißig mitmacht. Ihr seid wirklich die Allerbesten und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!